Hallo und willkommen bei mir heute. Heute mal ganz ungewöhnlich für mich, ein kleines Unboxing. Viele von euch können es vielleicht schon erraten. Ich habe bei Kiroku bestellt, aber tatsächlich einfach nur meinen Sora-Kalender für nächstes Jahr. Aber ich finde das immer so schön, wie sie das verpackt, hier mit den so gefaltet und so. Sehr, sehr hübsch. Jetzt machen wir das mal vorsichtig auf und schauen mal, was da sonst noch so drin ist. Vielleicht können wir daraus dann heute noch was verbasteln. Tada! Für nächstes Jahr. Ich freue mich. Und dann You're the best. Ja. Kleines Mini-Postkärtchen und ein Glückskärtchen und eine andere Postkarte mit Have a nice day. Ja, werde ich haben. Wir räumen das jetzt erstmal auf die Seite und machen hier unser übliches Durchgeblätter. Muss ich blicken. Ja, hier waren wir. Genau. Ich bin platziert. So. Hier habe ich so Farbspritzer gemacht mit diesem Fächerpinsel und habe dann hinterher noch so ein bisschen ja, so diese Ecken gemacht. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Da hat es im Übrigen geregnet, wie man sehen kann. Ja, hier sieht man nicht sonderlich viel. Das war ein getrockneter Krokus, den ich im Frühjahr gesammelt hatte und dann gepresst. Und hier habe ich das auch nochmal gemacht mit den, hier mit diesem Pinsel. Irgendwie hat mir der Effekt offenbar gefallen. Ja, nicht sehr spektakulär diese Woche. Hier hatte ich mir ein Notizheftchen von Systrine Grene gekauft. Das war hier drin. Das habe ich schon verarbeitet zu einem neuen Insert. Und habe das dann einfach als Schablone benutzt. Ja, dieses Ausgestanzte. Und das ist dann das hier geworden. Das ist eigentlich auch irgendwie ganz nett. Und dann war das alles so leer. Und dann habe ich noch selber hier weitergemalt. Ja, und dann das hier hätte ich lassen sollen. Aber das seht ihr eh nicht, weil ich es weggeblurrt habe. So, dann haben wir mal wieder ein paar französische Bücher verarbeitet und hier nochmal rot getupft. Und das war hier meine letzte Seite. Das ist auch nicht so wahnsinnig viel dekoriert. Das war, glaube ich, mal ein Bild aus der Flow. Ja, so. Dann machen wir mal den gestrigen Tag. Heute haben wir Freitag. Also ich bin hier wirklich in letzter Minute unterwegs. Ich muss unbedingt wieder hier vorarbeiten, weil ihr werdet es kaum glauben, aber wir gehen schon wieder in Urlaub. So, also fangen wir mal an. Was haben wir hier heute? Ich glaube, ich würde auf jeden Fall gerne diesen Aufkleber da verwenden und ein bisschen von dem Papier. Das können wir einfach mal abreißen. So, gerade so wie es ist. Die Postkarten, nee, die nehmen wir nicht. Könnte ich vielleicht noch das Kleine da drauf machen? Ja, das ist mir jetzt so ein bisschen zu kawaii-mäßig. Nicht ganz so meins. Und das hier ist mir zu groß. Kommt erstmal weg. So. Haben wir jetzt ja noch nicht so wahnsinnig viel.
Aber vielleicht nehmen wir dann noch einfach hier Seite vom diesjährigen Sura-Kalender. Oder ich guck mal noch mal da rein, ob es da vielleicht irgendwas noch gibt, was ich verwenden kann. Habe ich zugeklebt. Wird vielleicht ein bisschen ein längeres Video heute. Kennt ihr gar nicht von mir. Schauen wir mal. Nee, da ist gar nichts drin. Kann man also nichts verwenden. Okay. Dann darf der jetzt wieder in seine Schachtel und warten. Aber vielleicht das hier. Da ist da drauf geklebt. Das könnte ich noch verwenden. Jetzt kriegen wir das ab. Ja. Okay. Washi. Nehmen wir alles mit. So. Ja, so langsam kriegen wir noch ein bisschen was zusammen. Also gut. Jetzt haben wir das alles. Und das würde ich vielleicht irgendwie so hier hin machen. Und das drunter. Passt ja fast perfekt. So. Wir die doch da unten hin. Vielleicht lasse ich sogar das hier da, das gerissene Pappschnipselchen auch noch mit dran. Vielleicht ist das sogar noch ganz nett. Das ist aber noch etwas bekleben. Ich habe nämlich jetzt gedacht, ich lasse das jetzt absichtlich hier mal nicht angeklebt. Und ich jetzt zu mir auch ganz so. Wird so ein bisschen chaotisch. Da müssen wir es ja vielleicht dann schon ankleben. Dann wird es so ein bisschen hier so faltig. Die gute Dame hier, die setzen wir in den Mond. Mond. Also ihr seht, ich habe hier schon wieder eine wärmere Jacke an. Also wir versuchen die Heizperiode noch etwas rauszuzögern.
Aber ich glaube, so arg lang werden wir das nicht mehr schaffen. Jetzt wird es dann doch etwas frisch. Aber ich denke, man muss ja auch zu Hause nicht unbedingt im T-Shirt rumlaufen. Man kann sich ja auch warm anziehen. So, ist jetzt, sage ich mal, gestalterisch vielleicht nicht gerade so ein Highlight. Aber gut. Wir wollten ja hier immer ehrlich bleiben, wie es hier halt so aussieht. Und hier sieht es halt so aus. In meinem Journal. Ich bin heute auch irgendwie so ein bisschen wenig inspiriert. Aber ich meine, es gibt ja auch solche Tage, ne? Und dann macht man einfach trotzdem. Und wenn man dann einfach anfängt, dann kommt trotzdem immer irgendwie was. Ich glaube, das nehme ich jetzt nicht auch noch. Ich habe ja auch gar keine Stempel bestellt. Und dann machen wir lieber noch hier so ein großes Datum drauf und dann kann ich hier noch was schreiben. So ein bisschen im Bund oder so. Ich könnte natürlich auch noch ein bisschen bunt noch mehr bunt. Aber vielleicht klebe ich noch das Datum mit. Hier mit einem bunten Washi. Das wäre doch noch eine Idee. Oder das hier. Viel habe ich ja nicht mehr davon, aber es würde ja farblich ganz gut passen. Das jetzt so ein bisschen da drauf machen, dann haben wir da ja auch noch mal das. Seidenpapier da fixiert. Oder auch nicht, weil das Washi-Tape jetzt nicht so lange ist. Ja. Das beißt sich ein bisschen. Was habe ich denn noch für Farben, die da dazu passen könnten? Das Blau. Ja. Könnten wir wieder das Ganze so ein bisschen gerade richten, weil nämlich das hier so schräg darunter klebt. Stört meinen inneren Monk etwas. Jetzt habe ich hier auch schon meine Tasche verbaut. Es geht wieder weg. Ich glaube, also dieser Kokoina-Kleber, der ist also meines Erachtens nach wasserlöslich und geht eigentlich immer ganz gut wieder ab. Jetzt nochmal ganz kurz hier reingucken. Uns da noch irgendwas Buntes über den Weg läuft, was wir da nehmen könnten. Ich meine, wenn es draußen so ein bisschen grau in grau ist, kann man ja ruhig ein bisschen hier bunt werden. Ein Journal. Bisschen groß. Und hier diese, da, die gehen überhaupt nicht mehr ab. Das nervt mich wahnsinnig. That's life. Ja, da hätten wir es auch noch mal hier in Pink, ne? Und in Orange. Orange.
Weil wir hatten ja gesagt, Punkte und so geht immer. Ein bisschen grün. Damit hätten wir jetzt nochmal dieses Seidenpapier fixiert. Und hier die Seite zumindest schon mal gefüllt. Jetzt könnte man hier drüben vielleicht auch nochmal so ein Orange nehmen. Die Sonne und der Mond. So. Überall habe ich Kleber hin. Achso, ich kann euch noch zeigen. Ich habe hier das das Fürs-Träne-Gräne-Häppchen auseinandergenommen und habe dann einfach einen neuen Umschlag drum geklebt. Allerdings nicht so wirklich toll gemacht. Und dann auch noch schräg getackert, sodass es jetzt hier hinten nicht richtig hält und auch nicht richtig aufgeht. Da bin ich jetzt noch nicht so ganz hundertprozentig zufrieden, aber ja, mal gucken, ob ich es verwende oder nicht. Werden wir dann sehen, oder ihr. Ja, das wäre dann hier einmal, hier, it's me, einmal für heute in bunt. Ich hoffe, es hat euch trotz hier mal wieder ziemlich im Chaos gefallen. Und ihr schaut auch nächstes Mal wieder bei mir vorbei. Und also über eure lieben Kommentare muss ich ja nichts mehr sagen. Das ist ja jedes Mal, ist das ja wirklich Wahnsinn. Ich bin da so dankbar dafür. Freue ich mich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.